Hallo, herzlich willkommen in Sallys Welt. Heute gibt's Wildberry Lillet Cupcake. Ja, sieht gut aus, ne? Das sind für mich Wildberry Lillet Cupcakes. Der Sommer ist da und deswegen wird's Zeit für Cocktails. Ob sie jetzt mit Alkohol oder ohne Alkohol sind, entscheidet ihr selbst. Ich habe mir jedenfalls gedacht, dass die Cocktails mich dazu inspirieren, Cupcakes draus zu machen. Ihr könnt natürlich auch Kuchen machen und Torten machen, aber Cupcakes sind so ideal, die kann man nämlich auch perfekt teilen. Heute gibt's Wildberry Lillet Cupcakes, weil es einfach cool ist und weil es bestimmt lecker schmeckt. Ich mache sie allerdings antialkoholisch. Ihr könnt aber gerne später noch ein bisschen Lillet dazugeben. Ich sage euch am besten einfach an welcher Stelle. Jetzt backen wir erstmal den Muffin. Dafür verwendet ihr 150 Gramm Zucker, eine Prise Salz, 200 Gramm Mehl plus Backpulver oder ihr nehmt einfach mein Backmehl, da ist alles schon enthalten. Zwei Eier, 150 Gramm Sonnenblumenöl, 150 Gramm Buttermilch und etwas Vanilleextrakt. Natürlich dürft ihr hier an dieser Stelle auch gerne ein bisschen Lillet verwenden. Dann habt ihr auch schon mal ein bisschen Lillet-Geschmack im Teig. Der Alkohol verfliegt dann auch. Ihr könnt aber auch später einfach den fertig gebackenen Muffin nehmen und damit tränken. Dann habt ihr es noch mit dabei. Entscheidet einfach selbst. Ich nehme jetzt hier einfach die trockenen Zutaten und verrühre sie in einer Rührschüssel. Nehme die flüssigen Zutaten und verrühre sie auch in einer Rührschüssel. Und dann wird beides einfach nur noch miteinander vermischt. Und wenn ihr beide Zutaten verrührt habt, sieht der Teig so aus. Und dann nehmt ihr euch einen Eisportionierer und portioniert das Ganze direkt in die Muffinform. Und die Muffins können gebacken werden. Während die Muffins noch backen, kann ich schon mal die Fruchtfüllung zubereiten. Dafür verwende ich 300 Gramm gemischte Früchte, 50 Gramm Wasser, 40 Gramm Zucker, 5 Gramm Agar-Agar, das ist pflanzliches Geliermittel, etwas Zitronensaft und Vanilleextrakt. Die Zutaten kommen jetzt hier einfach in den Topf, werden miteinander verrührt und aufgekocht für etwa 2 Minuten. Und jetzt am besten die Früchte mit einem Pürierstab durchpürieren und dann aufkochen lassen und 2 Minuten lang sprudelnd kochen. Und jetzt die Wildberry-Masse umfüllen und gut abkühlen lassen. Die Muffins sind abgekühlt und auch das Fruchtpüree ist abgekühlt. Jetzt geht's direkt an die Creme. Dafür verwende ich auch ein bisschen was von meinem abgekühlten Fruchtpüree. Nämlich 120 Gramm Fruchtpüree, 250 Gramm Mascarpone, 60 Gramm Puderzucker, 400 Gramm Sahne und etwas Sanapart zum Steifschlagen. Jetzt verrührt ihr zuerst den Mascarpone mit dem Fruchtpüree und gebt den Puderzucker mit dazu. Alles gut einrühren, jetzt die Sahne aufgießen und mit Sanapart steif schlagen. Die Creme habe ich jetzt in den Kühlschrank gestellt, jetzt sind die Muffins an der Reihe. Ihr nehmt am besten einen Apfelentkerner oder auch gern einen Ausstecher oder ein Messer und höhlt hier die Mitte aus. Den Deckel aber aufbewahren. Das Zwischenstück, das dürft ihr auch gerne naschen. Jetzt machen wir sozusagen Platz für die Wildberry-Füllung. Jetzt kommt hier die Füllung rein. Das geht am besten mit der Dosierflasche. Da seid ihr eben nur fertig. Jetzt noch den kleinen Deckel wieder draufgeben. Zack, zack. Und jetzt könnt ihr, wenn ihr wollt, die Cupcakes gerne mit Lillet ein bisschen bestreichen oder ein Lillet mit draufkippen. Der Muffin ist zwar so schon richtig saftig, aber wenn ihr wollt, dass es ein richtiger Cocktail wird, dann jetzt mit dazu. Die Creme fülle ich jetzt in einen Spritzbeutel ein mit einer großen Sternhülle. Und dann werden die Cupcakes dekoriert. Wenn ihr die Creme etwas pinkfarbener haben wollt, gebt ihr noch ein bisschen Zitronensaft dazu. Denn die Blaubeeren, die geben so ein schönes Lila. Und wenn ihr aber so ein bisschen pinkiger das haben wollt, pinkiger ist das ein Adjektiv, ab jetzt schon, dann einfach ein bisschen Zitrone dazu. Die Säure macht es dann. Jetzt den Spritzbeutel schön senkrecht halten und die Cupcakes damit bespritzen. Das sind für mich Wildberry Lillet Cupcakes. Da noch die Früchte drauf. So.
So sehen die Cupcakes jetzt aus und da müssen jetzt natürlich noch die wilden Berries drauf. The Wild Berries. Sucht euch einfach aus, was ihr gerne habt. Ich nehme Erdbeeren, Blaubeeren, Johannisbeeren und Himbeeren und ich hole noch draußen aus meinem Garten kleine Walderdbeeren. Die sind nämlich richtig wild. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich habe Hunger, also nehme ich mir alles vom Buffet. Und zwar mein Wildberry Lily Cupcake. Der sieht richtig, richtig gut aus. Den werde ich jetzt für euch probieren. Jetzt habe ich gewartet wegen Kamera und jetzt ist es passiert. Toll. Das passiert halt. Wenn man meint, um die Ecke anzugabeln. Hier, sieht gut aus, ne? Hoppala. Schmeckt super. Auch ohne Lilly. Hervorragendes Rezept. Probiert es gerne aus. Ihr findet es auf sallys-blog.de oder natürlich in meiner kostenlosen App. Und wenn ihr wollt, dass wir generell die Kategorie Cocktail Cupcakes einführen, ich könnte mal Malwanne einladen, drei Cupcakes, die ballern, dann schreibt es gerne in die Kommentare, denn mir fallen noch zigtausende Cocktail Cupcakes ein. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.